Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück bei den NFL Epics. Es geht um den großen Larry Fitzgerald, den Wide Receiver der Arizona Cardinals. Und wir schauen uns seine Karriere an. Highlight am 11. November 2007. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen einen Passing TD in dem Drive, der jetzt vor uns liegt, erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn uns dieser Passing Touchdown gleich im allerersten Play gelingt. Huh. Wir treten an in den Farben der Arizona Cardinals, des Teams von Larry Fitzgerald, gegen die Detroit Lions. Wir führen 24-14. Haben einen 2. und 2 an der 28-Yard-Linie im 4. Quarter. Boah, da soll der Ball gleich mal in die Endzone. Das ist eine interessante Nummer. Schauen wir mal, was wir hier an Plays haben. Nehmen wir die Play-Action-Words. Wir achten auf Fitzgerald, der ist auf der linken Wideout aufgestellt und auf Amari Cooper. Der Blick geht zum Safety, der lässt sich fallen. Und Fitzgerald in der Endzone, kommt nicht dran. Oh, das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Challenge ein weiteres Mal spielen dürfen, denn wir wollen ja den Bonusstern holen. Cooper und Fitzgerald von links auf einer Slant Gallop von der rechten Seite. Pass auf Amari Cooper und im 2. Play gelingt der Touchdown, aber schönes Play, aber leider Gottes ein Play zu spät. 3 Sterne, damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir wollen den 4. haben. Also, wir gehen gleich wieder rein. Schauen uns mal an, was wir hier an Plays bekommen. Mit einem Slot Fade, da ist mir zu wenig dahinter. Versuchen wir ein Play-Action-Spiel und den Shot Wheel. Wir achten auf Fitzgerald und auf Amari Cooper und wir hoffen mal, dass wir uns da irgendwo ein Übergewicht an der Seite erfassen können. Das ist eine Interception, oder? Eieieiei. Er war aber auch der arme Fitz in einer Doppeldeckung. Da hätten wir ihn nie im Leben hinwerfen dürfen. Mann. So, da haben wir nochmal einen Play-Action-Spielzug. Ja, Double Slants. Damit sind wir ja eben mit Amari Cooper sehr gut klargekommen. Wieder Cooper im Slot. Der Blick geht aber auch zu Gallup. Ja, da verteidigen sie anders. Der Ball geht aber zu Larry Fitzgerald. Und er macht es selbst. Touchdown für die Cardinals im ersten Play. Damit müssten wir doch den Bonusstern jetzt geholt haben. 1, 2, 3, Nummer 4 heißt Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.